Hallo ihr Lieben, ich bin heute in Aubenhausen bei Jessica von Bredow Werdel. Schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, schön, dass du da bist. Wir kennen sie eigentlich aus dem Dressurviereck, hocherfolgreiche Dressurreiterin. Aber ich werde ihr jetzt heute ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Bist du bereit? Ja. Los geht's. Sollen wir uns setzen? Ja. Piaffe oder Passage? Piaffe. Warum? Das ist nochmal die Krönung der Passage, wenn man das dann noch auf den Punkt bringt. Busch oder Springreiten, wenn du nicht Dressurreiterin geworden wärst? Springreiten. Busch ist mir zu gefährlich. Da braucht man schon ein bisschen Herz für, ne? Mit den harten, also mit den festen Hindernissen, nee. Yoga oder Pilates? Du machst ja beides. Yoga. Ausmisten oder fegen? Fegen. Warum? Weiß nicht, dann sieht man irgendwie schneller, was passiert. Misten dauert länger. Hafer oder Pellets? Hafer. Weil gesünder für die Pferde? Zumindest ist es der Natur am nächsten. Also wir füttern einfach Heu und Hafer als Grundnahrungsmittel. Flugzeug oder Zug, wenn du reist? Flugzeug. Geht schneller? Schneller. Bist du ungeduldig etwa? Ja. Als Beistelltiere Shetland-Ponys oder Esel? Shetland-Ponys haben wir schon da. Ich habe die gesehen, aber Eselchen sind auch süß. Die gucken uns übrigens gerade zu. Und er denkt sich so, sie. Wie süß ist sie denn? Resi, haben Sie eine Aufgabe, außer zu tragen? Ja, eine ganz wichtige, weil wir therapeutisches Reiten hier haben in Aubenhausen. Und die nicht aufs Pferd können, die werden mit der Kutsche mit Resi und Rosi gefahren. Wie süß. Ja, ist auf jeden Fall sehr glücklich. Eine ganz wichtige Aufgabe. Trab oder Galopp? Schwierig, ne? Galopp. Ich arbeite meine Pferde 80% im Galopp. Und als ich schwanger war, war Galopp auch besser als Trab. Früh aufstehen oder lange aufbleiben? Beantwortet sich als Reiter vielleicht selber, ne? Früh aufstehen ist einfach oft nötig, vor allen Dingen bei den Dressurturnieren in der Hallensaison. Mhm. Da sind einfach die Trainingszeiten um 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens und bleibt dann nichts anderes übrig. Aber ich bin Morgenmensch, also ich komme da schon raus. Wobei die Reiterpartys ja legendär sein sollen, ne? Ja. Unter anderem beim CAIO, die Media Night. Oh ja, da oh ist ja. Es schwierig, die Kombination. Freust du dich auf CAIO? Voll. Warum? So ein Wahnsinn. Ist, als Kind träumt man immer davon, da reiten zu dürfen. Und wenn man dann dabei ist, dann steht man wieder da mit offenem Mund und schaut in dieses Stadion und denkt sich, cool, das ist geschafft. Wahnsinn. Es ist einfach unvergleichbar. Also wahrscheinlich ist es auf Weltmeisterschaften ähnlich. Und ich durfte ja schon einmal im Team in Aachen Europameisterschaft reiten und da in diesem großen Ringstadion einreiten. Das ist auch unglaublich. Das hat schon ein eigenes Flair. Abschied der Nation macht dir Spaß? Ja. Ich habe da immer mein Pferd, der heißt Comeback. Echt? Das ist immer das Gleiche? Jedes Jahr jetzt gehabt und der ist super cool. Der wippt immer im Takt der Musik. Wenn die Taschentücher kommen. Ja, das macht Spaß. Nochmal zurück, entweder oder. Berge oder Strand? Beides. Aber daher, dass die Berge so nahe liegen, sind dann doch meistens die Berge. Trense oder Kandare? Trense. Warum? Ja, das ist schöner fürs Pferd. Manche Pferde mögen die Kandare auch wirklich nicht. Dann tun sie mir fast ein bisschen leid, wenn ich damit dann Prüfung reiten muss. Und Trense ist ja eigentlich so die Urform, ne? Genau. Also das, worauf man arbeiten können müsste. Ja. Und das tun wir auch zu 90%. Für mich eine spannende Frage, weil es da echt solche und solche gibt. Braunes Lederzeug oder schwarzes Lederzeug? Schwarz. Ganz klassisch. Ganz klassisch? Okay, und eine letzte. Hufett oder Huföl? Da sind wir uns einig, die Blondinen. Wir sehen uns hier jetzt erstmal beim Mercedes-Benz Reiterforum live. Da freue ich mich drauf. Da werde ich nämlich alle Fragen stellen, die ich heute beim Interview nicht stellen durfte, weil man mir gesagt hat, in der Sendung. Und ich habe einige Fragen an dich. Und danach dann spätestens beim CAIO im Sommer. Da drücke ich fest in die Daumen, wenn du reinreitest. Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch dieses kleine Entweder-Oder, was wir ganz spontan gemacht haben, Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!